Tachchen, ihr Lieben, zur Morticia-Show. Wenn ich mit offenen Haaren immer da sitze, dann habe ich immer dieses Gefühl wie von der Addams Family, weil ich sie unten eben nicht richtig geglättet habe, ja, oder weil da auch kein Volumen drin ist. So, erstmal Stumpenkerzchen anmachen. Heute Donnerstag, also ich lege für den Donnerstag, ihr wisst ja, Zeit ist unabhängig, ja, davon. Die Zeit, die ändert sich sowieso. Die Energie ist fließend, je nachdem, was passiert. Aber wir haben heute Montag und für Donnerstag ist dieses Video. Da fängt schon an. Nicht satt werden von Haaren. Schön machen für die Gesellschaft da draußen. Ihr Lieben, Positives wie Negatives bitte unbedingt in diesem Video drin lassen. Ja, wenn ihr hier nichts fühlt und ihr sagt, es ist nicht meins, dann abschalten und das Video verlassen. Tut euch das nicht an. Wenn ihr jetzt nicht in die Liebeslegung rein wollt, dann sagt, okay, drauf, geh, essen und lasst einfach euer Gegenüber ruhen. Aber es gibt ja nun auch mal Menschen, die gerade sich neu kennengelernt haben, die vielleicht auch wissen wollen, wo geht mein Weg hin mit dem und dem, wie werde ich gesehen, ja? Ich glaube, das ist immer eines der wichtigsten Fragen, auch aus den Privatlegungen übrigens. Wie sieht mich mein Gegenüber? Da müssen wir jetzt natürlich im Kollektiv auch ein bisschen realistisch bleiben. Wenn einer dafür steht, dann ich als Vollrealist. Wie will ich denn das sagen, ohne jetzt die Ersten hier rauszuentfernen? Aber bitte seid zu euch ehrlich, ja? Wenn ihr merkt, ich sage hier irgendwas, was nicht zu eurem Gegenüber passt. Es sollte jetzt keiner hier kommen, wo ihr sagt, oh, der hat sich aber geändert. Wow, was? So denkt er über mich? Ich werde probieren, euch so ein bisschen zu erklären, was das für ein Mensch ist, dein Gegenüber, ob Mann oder Frau, spielt keine Rolle. Aber bitte bleibt in der Heilung drin und verliert euch hier nicht, irgendwas Schönes hören zu wollen, was vielleicht überhaupt nicht mit der Situation zu tun haben könnte. Ja? Deswegen... Wir gehen mal rein. Erstmal dich auflösen, damit du weißt, findest du dich hier drin überhaupt wieder. Und ich denke, ich mache das ja ziemlich oft. Ich habe keine Lust, hier alle anzusprechen und 80%, wo es da nicht stimmen würde, hier zu manipulieren. Ja, ihr müsst hier wirklich so ein bisschen mitdenken. Wirklich zu euch ganz, ganz ehrlich sein, könnte das mich betreffen. Und dann seid ihr eigentlich schon auf dem besten Wege, ja? Hupala. So. Halte dich an die goldene Regel. Welche ist das bei dir? Halte dich an die goldene Regel. Welche ist das bei dir? Vielleicht auch ehrlich zu dir selbst sein. Das, was ich eben die ganze Zeit gesagt habe. Ja? Nehmt es mir nicht böse, dass ich dieses Tarot V oder Vampire gerne nehme. Viele finden es sehr gruselig, aber ich finde es sehr mit Tiefe. Ja? Und ja, der eine mag lieber die bunteren Versionen, der andere die Schwarz-Weiß-Version vielleicht ganz gerne, der andere das alte oder von den Illustrationen passt es einfach nicht zusammen. Dann probiert euch einfach zu konzentrieren, was ich sage. Ich analyse dich jetzt erstmal. Analyse. Oh, ich habe ja auch nicht gegongt, ne? Tachchen. Deine Analyse. Ich analysiere dich jetzt kurz. Denk dran, ist egal, ob Mann oder Frau, wer bist du, wen darf ich heute jetzt hier vielleicht auf die Reise mit reinnehmen, um dich so ein bisschen zu beruhigen, beziehungsweise dich auch zum Denken anregen, nachdenken. Das ist hier so deine Auszeit für dich, damit du vielleicht Impulse kriegst, um dich selbst wiederzufinden, um dich nicht zu verlaufen. Na toll. Der Mond. Hast du es gerade mit sentimentalen Phasen zu tun? Hast du vielleicht auch eine Fischenergie? Dann herzlich willkommen. Können wir jetzt nicht großartig aussortieren im Kollektiv, ne? Ihr seid alle so ein bisschen sensibel, empathisch, sehr viele, machen viel durch, haben eine schwere Phase, sehr viele Erinnerungen fallen dir schwer zu vergessen, ja, oder zu unterdrücken. Die Erinnerung, die Sehnsucht, Leidenschaft wird vielleicht zu deinem Gegenüber hier in den Gedanken sehr groß, wenn du daran denkst. Vielleicht kannst du und möchtest du noch nicht damit abschließen. Vielleicht machst du dir Gedanken,
kommt jemand nochmal zu dir zurück. Das kann ich dir durch die Legung, das sage ich jetzt schon vorher auch nicht sagen, ja. Da bin ich eine, die sich da komplett zurückholt oder nimmt. Das macht jeder für sich anders, aber ich werde hier nicht im Kollektiv sagen ja oder nein. Aber wir gehen ein bisschen rein und natürlich ist mir wichtig, dass du aufgefangen wirst und nicht dein Gegenüber, ja? Also, sehr viel Nachdenken, sehr viel Prozesse gehen hier in deinem Kopf ab. Von poetisch bis melancholisch bis, vielleicht schreibst du auch irgendwie deine Gedanken nieder, schickst die Texte nicht ab. Vielleicht schickst du Texte ab, vielleicht hast du Briefe geschrieben, vielleicht hast du irgendwas niedergeschrieben, was dir selbst hilft, eine Art Tagebuch, ja, alles, was hier in Schwere kommt oder was auch dich gefühlsmäßig sehr doll antatscht, könntest du hier irgendwo niedergeschrieben haben oder impulsiert jetzt einfach oder pulsiert ganz stark in dir diese Gedankenschleife, ja, jetzt ist es wieder besonders stark vielleicht. Wir haben hier den Pagen der Münzen. Ich muss es ja sagen, ne? Für mich bist du hier noch so ein bisschen in der Hoffnung, dass hier sich was tut, ja? Du hoffst, dass du hier so ein bisschen Energie mit reinbringen kannst, um das Ganze ein bisschen zu beeinflussen. Das ist aber wirklich nur ein Hoffen, ein Denken, ja? Das sind so Gedankenschübe, dass du ziemlich doll hier noch drin sitzt und zu tun hast mit deinem Gegenüber. Wenn so eine Phase kommt, sag ich dir, falls es resonieren sollte, bist du hier sehr stark drin, sehr viele Ideen hier hochzuholen. Wie kommst du ran? Wie kannst du es deinem Gegenüber begreiflich machen, dass du an jemanden denkst, dass du hier da bist? Ja, dieses Page der Münzen ist dieses... Och, es lässt mich hier nicht los, ja. Ich möchte irgendwas tun, ich weiß aber nicht wie. Ich würde gerne mehr umsetzen oder mehr zeigen von mir. Aber ich denke auch mal, wie so oft ganz stark wirst du einfach verhindert, ja. Oder es wird dir untersagt, das zu tun. Du kommst vielleicht auch nicht mehr so an dein Gegenüber ran, wie du es möchtest. Es scheint wieder richtig schwer zu werden heute. Aber das lässt dich so, das quält dich, ja, dieses Gefühl von, wann hört das auf, warum tut das so weh, warum denke ich schon wieder so tief, warum sitze ich so tief drin, ich will doch eigentlich nur gerne auch was machen, ja, aber es kommt nicht zu diesem Akt im Page-Modus. Das kann eine Frische darstellen, aber du hängst für mich ja jetzt in der Analyse hier immer noch drin, um zu gucken, wenn du es wirklich sehr schwer hast mit dem Liebeskummer momentan oder auch da noch so richtig drin hängst, dann ist das für dich einfach auch die Legung, ja? Du hättest noch so viel zu sagen und das kann hier wirklich schwankend sein von sentimental, ich möchte dir mein Herz ausschütten, du kennst mich doch, dass ich niemals grausam zu dir wäre, von wirklich beleidigend, ich sag dir meine Meinung direkt ins Gesicht, ja. Vielleicht war beides möglich, aber eines dieser Sachen wechselt hier immer von Laune zu Laune, je nachdem, wie du diese Mondenergie annimmst, wie du die bekommst, ja, in welchem Level du bist. Bist du da wieder so schwer und wütend oder bist du schwer und quälend geschädigt, ja, dass es dir wehtut, dass du dieses Band auch nicht loslassen kannst. Und in deiner Vorstellung ist noch hier nicht alles gesprochen, ja. In deiner Vorstellung liegt es ja einfach drin, du möchtest jemandem beweisen, du kannst das, ja. Du bist auch hier noch in so einer Energie und ich weiß, das ist zum Glück nicht für alle. Ich möchte dir beweisen, was ich kann. Sieh doch meine Stärke, ja. Ich bin Königin der Schwerter. Du kennst doch mein wahres Gesicht. Ich habe dir doch schon alles gesagt. Warum lässt du mich hier im Stich, ja? Warum lässt du mich hier? Für dich ist aber auch in der Auflösung, in der Tendenz ganz gut zu wissen, dass du nur in der Verarbeitung vorwärts kommst. Also alles andere, wenn du dich jetzt zurücklehnen würdest und sagen würdest, ach, juckt mich überhaupt nicht. Entweder war da nie echte Liebe bei oder du machst dir sehr viel was vor, ja? Das beste Beispiel haben wir, das geht ja auch nicht vorbei, ja, wir haben ja momentan so Menschen, die sich
aufgrund ihrer Trennung gerade wirklich in die Öffentlichkeit drängen. Und dann gibt es eben den Part, der sich so ein bisschen zurückzieht, der männliche Part. Und dann gibt es eben eine Mutter von einer berühmten Katze, ja, die sich natürlich vordrängt und ihre Trauer in diesem Modus verarbeitet und verkörpert mit einer: Ich mache mir selbst was vor, es geht mir gut, ich gehe ins neue Leben, aber ihre Mimik, Gestik, ihre Augen, ihre Erscheinung, Auftreten für Werbedeals ist einfach so gekünstelt, ja. Also wenn man sich einmal so ein Video angeguckt hat von der Dame, wie sie mit der Trennung umgeht, wobei man ja bei dem Dreiecksgespann gar nicht weiß, was ist denn jetzt da Wirklichkeit, das sind ja Wahrnehmungssachen, ja, falls ihr jetzt nicht wisst, von wem ich spreche. Aber Iris Klein, sagen wir es einfach auf gut Deutsch, ist einfach nicht diese Person, die gerade auf dem Weg zur Besserung oder Heilung ist. Ja, das sieht man ihr an. Das wäre so ein Schauspiel. Gute Miene zum bösen Spiel, ja. Ich muss der Welt zeigen, ich bin stark. Muss sie eigentlich gar nicht, ja. Es wäre schlauer gewesen, dass sie sich zurückzieht und gar nichts sagt. Aber das ist so ein Trugschluss und das ist viel, viel schlimmer. Sich selbst, nicht uns, ja. Mir ist egal. Wenn man meint, man muss Leute verarschen mit irgendwelchen Werbedeals oder sich damit irgendwie in die Öffentlichkeit stellen, seht her, ich bin fast die Einzige, die das durchlebt. Na eben nicht, ja. Aber sie selbst spinnt sich das vor, dass die Welt gerade schön ist und neu ist, ja. Sie merkt selbst überhaupt nicht, was sie für einen Kummer nach außen trägt und dass sie eben nicht geheilt ist in so kurzer Zeit. Never ever, ja. Also ich wünsche ihr nichts Böses, aber das ist einfach auch das, was so ein bisschen gefährlich dann überschwappen kann in dieses, ja, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo die Phase kommt, wo sie wirklich tief fällt, weil sie psychisch einfach an ihre Grenzen kommt, ja. Momentan ist das bei ihr alles noch so ein Spiel der Oberflächlichkeit und dieses, ich zeige, dass ich stark bin. Und ja, im besten Fall bitte annehmen Schmerz, ja. Immer den Schmerz annehmen, natürlich auch zulassen, aber auch dann wirklich sagen, so, und jetzt haben wir das wieder zugelassen, jetzt löse ich das Band, wenn wir in die Energietag wiederkommen, ja. Also das Licht musst du auch definitiv empfangen können und dafür ist für mich auch dieses Gegenstück hier sehr schön zu der dunklen Reihe, wenn du wirklich empfindest, oh Gott, ist das eine Schwere, ja. Dann bitte sprechen lassen, auch deine Gedanken. Sei wieder eins mit dir selbst und stehe dazu, dass du leidest unter dieser Situation. Mach dir hier überhaupt keine Vorwürfe oder auch nichts vor. Aber du musst es verstehen, ja, dass du immer noch aus Licht bestehst, dass du immer noch Licht brauchst. Und das ist so diese Analyse jetzt erstmal, wo ich dich hin tendieren würde, dass es wirklich eine quälende Situation momentan noch für dich ist, die dich mit deinem Gegenüber hier beschäftigt, ja. Alle anderen, die sagen, oh nee, ist mir eigentlich egal und ich hänge trotzdem noch dran, die müssten jetzt wirklich ausschalten, weil es mir so lieber ist, die Menschen zu empfangen, wo man dann wirklich in Resonanz gehen kann, ja. So, was sagt dein Gegenüber hier? Welche Energie kriegt man hier? Gedanken sind die Schöpfer deiner Wirklichkeit. Es kann gut sein, dass man hier mal wieder schön verbunden ist, ja, durch welche Art Seelenverbindung auch immer. Wenn ihr das Gefühl habt, dann kann hier wirklich so eine energetische Übertragung stattfinden und das meine ich auch so, ihr kennt das bestimmt, ach Mensch, ich habe genau heute dran gedacht und du hörst einen anderen, ja, ich auch, ist ja komisch, obwohl man sich an dem Tag gar nicht gesehen hat. Das ist so ein Unterhalten und hier sagt dir dein Gegenüber, die Gedanken sind die, die Gedanken sind die Schöpfer deiner Wirklichkeit. Ja, also man bestätigt hier praktisch das, was du empfängst. Wenn du eine Schwere empfängst, dann kann es gut aus durch sein, dass er oder sie vielleicht gerade ebenfalls über diese Situation nachdenken, dass das noch verarbeitet wird. Ja, ich sag mal vorsichtig, verarbeitet wird. Dass die Gedanken einfach, ja, zu dem Zeitpunkt sich treffen oder auch an dem gleichen Tag wieder hochkommen. Das hat nichts mit Wunder zu tun, ja? Dein Gegenüber macht im Kopf hier momentan. Königin der Kelche. Und drei der Kelche. Hier ist wahrscheinlich wieder jemand weggelaufen oder hier ist jemand aus einer anderen Beziehung zu dir gekommen. Das Problem liegt oftmals darin,
Hier ist die Frage, wer ist die Königin der Kelche und wo sitze ich drin? Ja, ich sage das nicht, um dich zu beunruhigen, aber für mich bist du ganz klar auch hier in Weiß wieder da, weil ich dich analysiert habe vorher. Da warst du Königin der Schwerter. Aber das ist ja auch eine ganz normale Ansicht. Hier macht sich jemand Gedanken, wer ist denn meine Königin der Kelche? Und da ich für euch beide frage, sieht man dich in der Tendenz hier einfach, das, wo das Feeling war, wo man genossen hat, wo man mehr an Emotionen gefühlt hat, vielleicht auch mit einer Art, oh, ist das ungewohnt, oh, das geht jetzt in eine Richtung, das wird gefährlich oder ich brauche einfach dieses ehrliche Empfinden von dir, steht für dich, ja. Und auf der anderen Seite denkt man sich, oh, shit, ja, ich habe hier eine Dreierkonstellation gehabt, ich musste wieder zurückgehen, wo ich herkam. Da sind wir dann noch näher dran, ja. Hier hat sich jemand vielleicht auch abgelenkt und ganz woanders hin gebeamt mit einer anderen Person. Aber hier ist auf dem Tisch offensichtlich auch gar kein Single-Mann. Ich mache es euch noch mal ein bisschen leichter, dass ihr hier wegspringen könnt und sagen könnt, okay, nee, ist nicht meiner, ja. Deswegen habe ich gesagt, hier ist jemand einfach auch am Anbändeln oder irgendwo anders drin, sieht dich aber, und das macht es jetzt nicht einfacher, so eine Legung, deswegen hasse ich die eigentlich, im Kollektiv zumindest, sieht dich aber vorne, ja, und das bist du. Man unterscheidet dich hier ganz klar alleine, ja. Du hast für diesen Menschen mehr Stellenwert im Kopf und man denkt an dich. Und das sind eben die Gedanken, ja, die Schöpfer der Wirklichkeit. Dich gab es real, man durfte dich auch real fühlen und das war auch das, was man hier leidenschaftlich fühlen durfte. Auch wenn es vielleicht nur eine kurze Dauer war der Leidenschaft, ja. Na los, raus mit dir. So, da haben wir hier wieder einen Stieren, ja? Den Stier. Ich denke ganz klar, da steht wirklich für Erkenntnis. Dieser Mensch ist sich hier bewusst geworden, dass man ganz klar dich im Gedanken hat, ja? Und das war das, woraus man geschöpft hat. Ich nehme es einfach nochmal aus dieser Karte. Man konnte von dir schöpfen. Du bist auf Platz 1 und man weiß deine Bedeutung hier sehr zu schätzen. Und du bist auch als erste Karte hier rausgefallen. Das heißt, du beschäftigst diesenjenigen genauso im Kopf, wie es diese Schwere von dir war. Ja? Diese sensible Art jetzt wieder, dieses Fühlen, einfach Feeling genannt, ja, diese Legung. Und hier weiß man das. Man hat die Erkenntnis, ja, man hat die Erkenntnis, dass das mit dir eine Schöpfung war, ja, eine Schöpfung, was ganz Großes. Und das ist immer traurig, wenn man eben dann auch nicht zusammen ist, aber das war vielleicht auch eine Hausnummer zu hoch für diesen Zustand hier, ja. Irgendwo hat man sich hier verlaufen, wusste auch nicht, wo man herkommt, ist vielleicht auch wieder ganz schnell zurück, weil man dachte, oh Gott, mir wird bewusst, oh, wenn das rauskommt und wenn ich da bin und das nichts wird. Ihr kennt das, ja? Ihr müsst da so ein bisschen mitdenken. Wir haben hier die Königin der Stäbe, auch ganz weit oben. Puh, also Königin der Kelche und Königin der Stäbe. Hier arbeitet jemand dagegen, ja? Auf dieser Seite deines Gegenübers ist eine Person aktiv. Eine aktive Person, ich glaube auch schon länger an der Seite, beziehungsweise auch länger bekannt bei deinem Gegenüber. Du kriegst hier wirklich emotional. Auf der anderen Seite in dieser Dreierverbindung ist vielleicht diese Person, die aktiviert, ja, die diesen Menschen hält und zurückzieht und nicht loslässt. Ihr seid energetisch vom Liebesband zusammen. Ihr wisst, was ihr hattet. Ihr könnt nicht einschätzen oder dürft es auch nicht ausleben, ja, weil irgendwas anderes hier giftig war. Diese Person zieht dein Gegenüber aktiv, ja. Das heißt, das ist schon fast eine Forderung, das ist aber auch schon fast so ein Aufpassen, Erdrücken, das ist meins, ja. Wir sind gebunden. Das ist hier so dieses neue Gebiet, was dein Gegenüber wahrscheinlich hier nicht erleben darf oder fühlt. Hier ist man auch aus der Mäßigkeit rausgekommen. Wir haben hier eine Schütze-Energie. Das ist das, was dein Gegenüber mit dieser Person hier fühlt. Keine Mäßigkeit, ja. Hier ist es wahrscheinlich zu feurig, zu temperamentvoll, zu explosiv oftmals auch bei diesen beiden.
Man ist hier aus der Mäßigkeit verschwunden. Deinem Gegenüber fehlt das, was du verkörpert hast, ja? Weil das ist auch der erste Gedanke und der Schöpfer, den man hier im Kopf gerade hat. Wir haben hier 8 der Münzen und wir haben den Herrscher selbst mit dem Widder nochmal. Soll ich es wieder sagen? Ey, das ist bei mir auch wirklich voll oft. Hier ist wieder jemand in der Sicherheit geblieben, ja? Dieses, ich habe mir da so viel erarbeitet, ich darf und kann nicht einfach hier hin. Hier hängt wieder jemand irgendwo drin, wo man sehr viel arbeitet, wo man sich ablenken kann, wo man wahrscheinlich auch diese Problematik hier mit dieser explosiven, also negativ explosiven Bindung hier spürt oder auch oftmals das Gefühl hat, man möchte trotzdem zu dir, aber man hält sich so gerade noch im Zaum, ja. Das ist so dieses... Ich bin dort einfach, wo ich bin, der Herrscher. Ich habe dort das Sagen. Ich habe dafür sehr viel gearbeitet. Ich muss dort bleiben. Das ist wieder so, hier hat man irgendjemand trotzdem auch im Griff, ja? Ich weiß gar nicht, wie ich dieses nennen soll. Hier bestimmt jemand über sein Leben die Basis wieder, ist dort irgendwo drin, ja? Und hat das Gefühl... Dort bin ich der Herrscher. Dort habe ich noch die Kontrolle über mein Ich. Ich glaube, man hat auch hier oftmals die Angst gehabt, bei dir sich zu verlieren, ja? Weil du so eine starke Art oder so eine starke Anziehung an dir hattest. Das ist demjenigen mehr bewusst, dass man hier auch selbst verloren hat, sich selbst zu beherrschen als Herrscher. Ja? Das ist so dieses... Ich muss zurück, ich muss meinen Platz dort einnehmen, wo ich hier bei 3 der Kelche wieder hingegangen bin. Und das ist definitiv keine Hochzeit für mich jetzt hier gerade in der Legung. Also das ist erstmal so im Kopf. Man hat hier mit mehreren Personen zu tun und man muss sich bei dir wirklich beherrschen. Es kann sein, dass man deswegen auch sehr radikal den Riegel zugeschoben hat, weil man weiß, man kann sich nicht mehr beherrschen und verliert tatsächlich die Energie, Herrscher sein, ja, das wäre zu gefährlich für dein Gegenüber, weil man dort trotzdem in irgendeiner Energie hängt, wo ein anderer oder wo vielleicht eine andere Person dafür sorgt, sehr aktiv zu sein, ja, aber das in der Königin der Stäbe Energie schon sehr auch ein bisschen hinterlistig angehaucht. Wobei ich sagen muss, dein Gegenüber war hier kein Deut besser, ja, was die Hinterlist angeht. Das ist natürlich auch alles heimlich hier abgelaufen. Im Herzen haben wir hier 2 der Schwerter. So gedanklich im Kopf hat man sich hier was vorgemacht, ja, so wie man gedacht hat. 2 der Schwerter weiß man im Herz. Die Angabe stimmt absolut nicht, aber man musste hier irgendwie ein Machtwort sprechen. Man musste sich entscheiden gegen diese Verbindung zwischen euch. Ja, man wird hier aber wahrscheinlich wach. Guten Tag, weil ich träume sehr viel und sehr viel intensiv über uns. Das trifft euch wahrscheinlich beide. Also das ist nicht mal böswillig hier irgendwas. Hier hat jemand dich sogar wirklich im Herzen. Man bereut die Entscheidung. Man weiß im Herzen, dass die Entscheidung, die man getan hat, falsch ist. 2 der Schwerter im Herz. Es geht um eure Verbindung. Und darüber saugt man sich die Energie bzw. auch die Schöpferkraft, was wir als Geistkarte hatten, als Geistesführerkarte hatten, die Kraft, ja, man erinnert sich an eure Zeiten, man nimmt sich das als, ich fühle in meiner jetzigen Beziehung nichts, da wo dein Gegenüber drin steckt und begibt sich in die Träume. Vielleicht ist das die Schwere, die du merkst, wenn du das Arkanum auf den Mond triffst, ja, wenn du diese Energie spürst. Hier ist jemand einfach auch völlig drin bei euch. Ja, und weiß auch, dass die Entscheidung hier falsch war. Also da turnt man immer hin und her und denkt sich wahrscheinlich vom Gefühl her, oh Mann, ja, ich würde so gerne, aber ich kann nicht. Wir haben in die Herzangabe hier reingeschossen bekommen, du hast ein Anrecht auf Fülle. Das ist vielleicht auch das, was sich derjenige durch eure Erinnerungen, durch das Geschehene immer wieder zurückholt, als alles gut war. Diese Fülle holt man sich hier, was ja schon feige ist, durch das Träumen zurück, ja, man schwelgt hier in Gedanken, wie schön es mal war. Das war unsere Verbindung und ich weiß, ich habe mich hier falsch verhalten, ich habe mich falsch entschieden, aber du hast dein Anrecht auf Fülle. War hier jemand vielleicht auch nicht bewusst, ja? Wird vielleicht auch noch einklackern, aber die Fülle benutzt man sich gerade durch
diese Meditation mit dir in der Reise, ja. Man meditiert hier förmlich und denkt wirklich daran, die Augen zu schließen und alles hochkommen zu lassen, was ihr zusammen hattet. An sinnliche Zeiten, an Momente, an Ausflüge, an Austausch von etlichen Sachen. Das ist die Fülle, womit sich hier jemand wirklich gerade tröstet. Tröstet ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja, tröstet, weil man hat sich ja hier falsch entschieden. Das ist einem ja bewusst, ja, eure Verbindung. Man schöpft hier, und es ist aber wirklich eine Schöpferquelle, ja. Du warst eine Schöpferquelle. Man schöpft, also das ist teilweise schon fast schon wieder ein bisschen widerlich und leider feige, dass es einem hier ausreicht, aus der Vergangenheit von euch zu schöpfen. Deswegen bist du wahrscheinlich so schwer an diesen Menschen rangekommen und hast das nicht verstanden. Warum lebst du das nicht mit mir real aus? Ja, damit quält sich ja dein Gegenüber genauso, ja. Man schöpft. Es scheint hier noch genug Energie zu sein, dass es einem reicht, dass man das immer wieder auffüllen kann, damit man die nächsten Tage überlebt in seiner Beziehung oder in ihrer Beziehung. Aber dieses ich schöpfe aus dem Vergangenen und lässt dich somit wahrscheinlich auch nicht in Ruhe, weil du das schon irgendwie mitbekommen hast. Warum lässt hier nicht jemand komplett los? Ist wahrscheinlich die Schwere, ja? Jetzt haben wir hier, ey, ich habe hier jedes Mal gesagt, dass das die Stärke ist. Ich weiß nicht, wie ich auf die Stärke hier jedes Mal gekommen bin. Das ist die 8. Das ist die Gerechtigkeit. Und das wird diesen Menschen auch widerfahren, ja? Wenn ihr euch die Karte anguckt, dann hat man sich vielleicht auch immer in der Herrscherposition gefühlt. Bis man merken wird, irgendwann ist auch die Schöpferquelle von dir ein Schatten, ja, dann liegt das zu weit weg. Dann kann man sich wahrscheinlich nicht mehr an den Quellen bedienen und wird dann merken, oh, ja, oh, was habe ich mir vor allen Dingen angetan, wird sich dein Gegenüber denken und jetzt tut's weh, weil wir sind im Herzen. Die Gerechtigkeit, die hätte man, du hast ein Anrecht auf Fülle, das hätte man für sich selbst in erster Linie für dich auch mitleben müssen, aber dass man sich selbst hier die Fülle nimmt und hier aus diesem Minimalen, was einem viel wert war, schöpft, dass einem das reicht, wird einem hier höchstwahrscheinlich noch zum Verhängnis werden, ja? Weil das ist ja nicht ausreichend für die Ewigkeit. Wir haben hier 5 der Schwerter. Hier hat man sich auch abgewandt. Es könnte gut sein, dass man darüber auch nie gesprochen hat, über das, was man hier gerade durchlebt oder was man auch macht, mit den Erinnerungen weiterhin zu leben. Davon weißt du, glaube ich, gar nichts, ja? Du hast hier ein ganz anderes Bild von deinem Gegenüber. Und wir haben hier den Pagen der Stäbe. Hier kommen auch Energieflitze rein. Ab und zu schreibe ich dich nochmal an, melde ich mich nochmal, wie soll ich das machen? Das ist aber nur so ein Weitblick, ja? Das ist erstmal nur so, mache ich es nicht. Denn ich weiß, wenn ich mich zurückerinnere, war ich die ganze Person bei dir, ja? Ich habe mich da gefühlt. Ich konnte da aufleben. Ich konnte mich da fühlen an deiner Seite. Das ist so alles das, womit dein Gegenüber hier wahrscheinlich zu tun haben wird. Diese Gerechtigkeit wird verschwinden. Dieser Mensch wird hier nur noch merken, oh Gott, ja, was habe ich mir angetan, ja? Ich habe mir hier schon wieder irgendwas vorgelogen bei 7 der Schwerter. Ich habe mir hier wieder was vorgemacht. Ich mache mir eigentlich schon die ganze Zeit was vor. Und das ist eben auch das Nicht-Loslassen-Können in eurer Verbindung, weil du es spürst, weil du es merkst, weil du es geahnt hast beim Abgang oder wie der Abgang war. Deswegen konntest du ja auch keinen Abschluss finden. Und hier lässt auch keiner los, ja? Wir haben hier 4 der Stäbe. Das ist wieder so dieses ich möchte die Sicherheit wieder spüren, ja? Ich brauche dieses Stabile in mir. Wo ist das, fragt man sich. Wo ist das? Warum war ich hier selbst eigentlich derjenige, der sich hier belügt in Gefühl? Hier muss es irgendwann eine Phase geben, wo man sich nicht mehr bedienen kann, weil das einfach alles auch irgendwann zu weit weg liegt, ja? Weil man ausgeschöpft hat. Und deswegen wirst du noch stärker in den Vordergrund bei deinem Gegenüber hier reinrutschen, wo man merkt, oh ja, also im Gefühl eiert es jetzt langsam auch rum. Ich brauche wieder das Gefühl, meine Aufmerksamkeit, dass man mich aufrichtig liebt. Das ist ja irgendwann leer. Dieses, du hast ein Anrecht auf Fülle, wird derjenige irgendwann merken, da wo man sich entschieden hat, wird man die Fülle höchstwahrscheinlich, solange du im Kopf liegst, nicht auffüllen können. So, ihr Lieben, ja, und dann geht's auch schon los, ja, man wird nur noch zu einer Sache kommen, ich muss einen neuen Weg gehen, wir haben den Narren, mein Akku ist leer, oh Gott, ey, ich hoffe, also nimmt's mir nicht böse, ja, das ist jetzt hier das Ende, was ich noch sage, die Konsequenz, beziehungsweise die Tendenz, herauslaufend, eine gesunde Tendenz, dieser Mensch wird
verstehen, es gibt nur einen Ausweg und das ist der, dass ich flüchte, abhaue, einen neuen Weg mache, ja? Mein Abenteuer suche, denn ich habe ein Anrecht auf Fülle. Denk dran, das wird hier jemandem durch die Energie vermittelt. Das hast du vielleicht auch gesagt, ja? Warum bleibst du nicht bei mir? Du hast doch auch ein Anrecht auf Fülle. Warum bleibst du dort? Warum bist du dort, wenn du davon wusstest? Wir haben hier 5 der Stäbe und man wird hier erstmal merken, was man hier auf dem neuen Weg für Probleme eigentlich bekommt, ja? Hier wird es nochmal eine Diskussion mit der anderen Partei geben, wo derjenige gerade drin hängt, weil hier wehrt sich vehement jemand. Hier macht jemand das Spiel nicht mit, dass jemand sich hier einfach wegziehen möchte. 5 der Stäbe ist so, nee, da passiert was, ja, da hat eine andere Person auch verstanden, was jetzt hier abgeht und da könnte es hier nochmal sehr heitertaus werden. Hier fordert jemand, hey, bleib hier, das kannst du mir nicht antun und dieser Mensch merkt, ich habe ein Anrecht auf Fülle 6 der Kelche, ja, ich brauche das wieder von dir. Man kannte das Gefühl, ja, mit dir austauschen zu können. Und wir haben 7 der Münzen. Hier wird die Antwort sein von deinem Gegenüber an denjenigen, wo man drin sitzt. Es tut mir leid, ich habe mir was vorgemacht, es war eine Scheinwelt, ja. Wir haben das nicht mehr erreichen können, was wir gedacht haben zu erreichen. Die Phase geht schon länger so. Wir haben einfach ein Level erreicht von monoton. Ja, hier geht einfach nichts mehr, wo derjenige hier momentan drin sitzt. Aber hier wird man sich wehren mit 5 der Stäbe. Man wird die Erkenntnis durch die 5 kriegen, aber wird sich sagen, nee, aber nicht mit mir. Ja, da stellt man sich stur. Hier wird man probieren, deinem Gegenüber den Weg schwer zu machen. Ich leg, bis es ausgeht. Ja, wundert euch nicht. Wir haben 9 der Schwerter. Ich sag's euch mal vorsichtshalber an. Und wir haben hier, oh, dein Gegenüber wird hier noch richtig zu tun haben. Ja, das wird keine leichte Trennung von deinem Gegenüber hier werden, wenn man sich hier befreit. Da macht jemand hier nicht mit. Hier geht's nur, wenn man wirklich die Kraft hat zu sagen, okay, komme, was wolle, ja. Hier muss der Umsatz so stark sein und hier wird es wahrscheinlich so rumpeln, dass man hier wirklich nur noch raus will aus der Verbindung, wo man drin sitzt. Man muss hier Kraft sammeln, um Ass der Münzen hier zu erreichen. Kraft sammeln, zu sagen, es ist mir jetzt alles scheißegal, ob ich Herrscher bleibe oder nicht, ob mir alles wegkracht. Ich brauche wieder die Kraft. Hier hat man durch das Ganze mit dir und mit der Person, wo man hingegangen ist oder wieder zurück ist oder die ganze Zeit drinsteckt, jetzt ist die Fülle einfach weg, ja. Das erkennst du hier bei 9 der Schwerter. Die Fülle ist einfach weg. Man könnte auch wirklich sich so benehmen, dass man erstmal so rumrennt, um zu verstehen, oh mein Gott, ja, ich hätte handeln müssen. Was ist los? Aber man muss hier erstmal auftanken. Das ist ganz, ganz wichtig für deine Person. Du sollst jetzt hier nicht sagen, oh ja, das wünsche ich ihm, ja, aber ich sag dir nur den Werdegang. Hier wird man verstehen, was habe ich hier eigentlich verzapft. Dein Gegenüber als Schlussnachricht teilt dir mit Balance, habe ich gesagt, die Balance war zerschossen. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Das sind Wörter, die du deinem Gegenüber mehrfach gesagt haben musst oder geschrieben musst, beziehungsweise auch vermittelt haben musst als Königin der Schwerter, wie du vorne in die Legung eingestiegen bist bei der Analyse, ja? Du bist als Königin der Kelche im Kopf Nummer 1 warst du, ja? Und daran erinnert man sich. Hätte man auf dich gehört, dann wüsste man jetzt, was du gemeint hättest. Weil jetzt ist wirklich komplett Schwere. Jetzt ist es so schwer, dass man verstanden hat, man fühlt hier nichts mehr. Man kann sich auch nicht von Erinnerungen ernähren. Man fordert auch nicht, dass man einfach wieder bei dir klopfen kann, wenn es soweit ist. Aber man hat hier verstanden, man muss hier raus. Man versteht, was du meinst, ja? Dieses Gefühl, nicht fühlen und lieben zu dürfen oder eine andere Person zu können, veranlasst einen hier abzuhauen, ja? Schon wirklich, komme was wolle, ich nehme jedes Risiko in Kauf. Nur da ist jemand, der hier nicht so sagt, okay, dann mach mal, sondern hier stellt sich jemand quer, aber das schafft dein Gegenüber, sich hier raus zu befreien. Erstmal Boden küssen, ja, es wird nochmal schwer, aber dieser Umsatz liegt komplett bei deinem Gegenüber, weil man sich hier dran erinnert, die Balance muss stimmen. Und die hatte man wirklich nur noch geschafft, indem man deine Erinnerung hier, damit hat man sich satt gemacht, ja, man hat sich an deine Erinnerung hier gefüttert, weil es so viele schöne Sachen gab mit euch beiden, dass es für eine gewisse Zeit gereicht hat.
Aber jetzt ist einfach Schluss, ja. Das ist so das, was ich dir mitgeben kann, ihr Lieben. Und damit du hier nicht sinnlos wartest, du kennst jetzt ungefähr den Prozess und du wirst vom Impuls fühlen, ob das so sein kann oder nicht, ja. Bitte krache hier nicht ein und behalte dich. Du kennst die Geheimnisse, 43. Das ist das, was du wusstest und weißt, ja, mit der Quersumme 7. Du weißt Bescheid, du kennst die Geheimnisse, du kennst sozusagen auch dann das Thema, wo jemand hier drin steckt, ja. Darüber weißt du Bescheid, ihr Lieben. So, jetzt haben wir es ja doch geschafft. Wuhu! Oh, ich würde doch gern Engelchen fragen. Was hält ein Engelchen derzeit? Das sind zeitlose Legungen. Aber derzeit, wir sind jetzt hier im März, Anfang März 23, ja. Betrachte es bitte aus der Vogelperspektive, also du, ja. Gib auf, was willst du wirklich, wirst du hier gefragt. Wahrscheinlich hat dich dieser Prozess so gequält und so in die Knie gezwungen, dass du hier schon fast in deinem Leben am meisten gelitten hast bei dieser Person, ja. Das ist für dich so, gib auf, ja. Teil dir deine Kraft ein. Was willst du wirklich? Möchtest du jemanden, der dich benutzt hat für deinen Schmerz, um dann erst zu erkennen, ich muss hier raus? So sicher ist es nicht, ob hier jemand zurückkommt. Ja, hier versteht nur jemand, ich muss raus in die Freiheit. Und du bist der Schlüssel dafür. Du hast das Geheimnis, die Karte. Du hast demjenigen aufgezeigt, was Leben und Liebe wirklich ist. Aber ob hier derjenige in dieser Energie bleibt und sich von außen nichts ändert, das glauben wir, glaube ich, nicht alle. Sondern auch bei dir kann was Schönes in der Zeit passieren, womit du nicht rechnest. Und dann bist du schon gar nicht mehr empfangsbereit für diesen Menschen. Ja? Aber das ist jetzt erstmal so das, was dir die Engelchen raten würden für diese jetzige Zeit, bis das alles eintrifft. Gib auf, was willst du wirklich? Beobachte dich aus der Vogelperspektive, ja? Lässt du dich hier weiter von der Energie benutzen, solange wie derjenige noch Energie fühlt zwischen euch beiden, muss ich dir leider sagen, bist du gerade ein Akkuersatz, ja? Du hast hier diesen Menschen so viel Liebe gegeben, dass es noch ein paar Monate hier reichen kann, an denen man sich hier hochsaugt und daran ernährt, an diesen schönen Erinnerungen, um hier in der falschen Linie, wo man drin sitzt, das auszuhalten, ja? Also das ist zeitlos. Und wenn du sagst, okay, dann behalt, es war wunderschön, aber nicht mehr mit meiner Energie, ich muss vorwärts, dann behalte dir das bitte bei, ja, und versuche hier wirklich dich von der Vogelperspektive zu sehen, damit du es hier nicht so schwer hast. Eine Karte für dich bitte noch als Ausgang. Puh, sei dir im Klaren über deinen Körper. Und der scheint wahrscheinlich in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein durch deinen ganzen Kummer. Bitte achte auf dich. Kläre dich ab vor dem Spiegel, was findest du schön, was hast du vergessen, bitte kümmere dich seelisch, gesundheitlich, mit allem drum und dran, vom Optischen, du bist nur einmal deine Version, ja, und du bist auch dein eigener Herrscher, meine Liebe, mein Lieber, ich entlasse euch, weil ich Angst habe, es geht jetzt gleich alles hier aus, es sind 1% noch, wahrscheinlich, es ist schon dunkel, der Bildschirm, war ein bisschen schwer, ja, aber ihr wollt ja, dass man da so deep reinguckt, ihr Lieben. Beziehungsweise ich kann auch gar nichts für das Diebe, ja. Ich quatsche nur. Oh, wobei, ey, komm, wir schaffen das noch. Eine Kipperkarte, komm. Gib her. Ich zögere es wieder raus, dass ihr nicht mal die Kipperkarte sehen könnt. Komm, ein Hauptthema. Gefängnis, ja. Du bist gefangen. Du musst hier raus, ja. Das ist ein Gefängnis, ein Zustand wie ein Gefängnis. Du merkst, du kannst dich nicht entbinden. Da löst sich auch nicht der Gegenüber, der sich die ganze Zeit von den Erinnerungen nährt. Und das meine ich, darauf kannst du eigentlich ein bisschen böse sein.